Okay, ich habe gefunden, was ich gesucht habe. Fortschrittliche chemische Raketentechnik. Die sorgt für interplanetarische Raketen mit chemischem Antrieb. Und wiederverbindbare Raketen, superschwere Raketen, also alles Sachen, die wir brauchen, um zum Mond zu kommen. Und Sonden mit hoher Schubkraft, um dann schneller Sonden zum Mars schicken zu können. Dass wir als erstes das scannen können. Also, wie viel brauchst du? Fortschrittliche chemische 1000. 1000 geht. Ja, Forschung beginnen. Dann können wir. Haben wir hier was Neues, Interessantes, das wir unbedingt brauchen? Kriegsschiffe. Ich denke, wir splitten das jetzt kurz auf und danach schauen wir wieder, wer wie viele Punkte hier reinsetzt. Die anderen Sachen kommen gleich von alleine. Das ist okay. So, Mond. Mondbasis Alpha. Hi. Ich bräuchte. Wir müssen das Ding auch noch erforschen. Ja. Aber wir haben es noch nicht. Es schaltet das erst frei. Oder überlese ich hier irgendwas? Ich sehe es noch nicht. Das war der falsche Technologiebaum, oder? Nur Technologien anzeigen. Wir haben Weltraumbergbau abgeschlossen. Schaltet frei. Durch den Abschluss können folgende Technologien und Projekte zur Forschung freigeschaltet werden. Außenposten Bergbaukomplex zu 100%. Also es wird freigeschaltet, nachdem man das erforscht hat. Aber wir kriegen es nicht sofort. Das heißt, es müsste gleich jeden Moment aufploppen, dann müssen wir es hier unbedingt ändern. Ja. Okay. Das heißt, wir haben noch nichts zu tun. Biowissenschaften, Informationswissenschaften, Labor. Nee. Haben wir nichts zu tun. Weiter. Das ist unsere Forschung, die durch ist. Und ein Vulkan ist ausgebrochen. Komm schon, zeig mir die Things are Mine. stabilizing. Alter. Ich bin so paranoid, dass ich irgendwelche Kleinigkeiten übersehe. Nee. Komm, plapp auf. Du hast 100% Chance. Ab 1000 sollten wir aufhören mit dem Ausbluten, denke ich. Ja, 1300. Never mind. Our people have taken control. Das war Tadschikistan. Hi. Wir werden mal ganz kurz kleptokratisch. Nichts für ungut. We got our people in place. Wir sind in Prepping for the next mission. Uruguay. Komplett kleptokratisch. Wir sind jetzt bei 183 pro Monat. 184. Ja, 184. Und wir können neu planen. Die Unruhen in Tadschikistan laufen aus dem Ruder, Kommandant. Wir sollten dort eine Stabilisierungsmission einrichten. Ja, irgendwie hat Tadschikistan gerade Probleme. Ich weiß auch nicht. Und ich vergesse immer wieder, wo es ist. Was auch kein gutes Zeichen ist. Tadschikistan da. Es ist rebellisch, das geht eigentlich. Komischerweise mögen die uns wieder mehr. Also ja, wir haben hier auch kurz geboostet, aber dass das so viel macht, hätte ich echt nicht erwartet. Nö, wir machen da ganz normal weiter. Aber wir können gerne noch jemanden hinschicken, der.
destabilisiert? Nein. Das Land werden wir jetzt höchstens noch 2-3 Monate haben, denke ich. Boosten lieber woanders. Slowakei werden wir auch abtreten. Ich denke, wir werden weiter Russland boosten. Weil das hier quasi unser Hauptgebiet ist. Und die Medida uns mögen, desto besser. Es ist friedlich. Es ist noch autoritär, ja, aber es geht in Richtung Demokratie. Alles sonst ist gut, 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 gut. Dass das so langsam steigt, gefällt mir nicht. Also ja, es steigt in 30 Tagen um 0,0038. Aber wenn wir jetzt Militär von Russland vergleichen mit Nordamerika, 4,6. Israel hätte 4, noch was? 4,3. Aber ich will nicht alle meine Armeen in Israel bauen. Das wird auch Nachteile haben. Oder? Das hätte ich mir vorher überlegen sollen. Also wir könnten hier komplett jetzt Militär kappen. Die Armeen später verheizen. Und Israel komplett nur noch auf Armee aufbauen stellen. Fühlt sich falsch an. Ne, wir machen so weiter. Polarwolf. Willst du... Achso, wir sind übercapped. Das heißt, wir verlieren jetzt was? Kostet uns täglich 0,00072. Das ist wenig Einfluss. Aber es ist halt auch täglich und nicht monatlich. Und trotzdem sollten wir jetzt nicht noch mehr knacken. Stattdessen kann Polarwolf unsere eigenen Leute untersuchen. Also ihn hatten wir gecheckt, er war okay, er war sogar ziemlich hoch. Bei Tux bin ich mir nicht sicher. Du warst auch recht hoch. Check mal. Tux. Eyes on target. Oh, alternativ. Dich kennen wir noch nicht, ne? Check lieber den Feind. Initiating surveillance. So. Dann hätten die alle ihren Job tätigen. Jetzt bitte, bitte, bitte die Minen freischalten, dass wir da eigentlich was machen können. Du bist weiter am Aufpäppeln, päppel weiter. Ich wäre gern zweistellig bei unserer Wissenschaftlerin. Skandal. Prominente Persönlichkeiten, die uns in der Mongolei unterstützen, sind in einen ungeheuren PR-Skandal verwickelt. Der Skandal hat landesweit für Schlagzeilen gesorgt. Auch wenn die Medien mit der Zeit das Interesse daran verlieren werden, wird unser Image dadurch unseren Zusammenschluss mit solchen anstoßerregenden Persönlichkeiten geschädigt. Es sei denn, wir ergreifen Schadensbegrenzungsmaßnahmen. Dadurch führt dazu, dass ein Teil der öffentlichen Meinung in der Mongolei pro Kontrollpunkt in unserem Besitz für die Resistenz verloren geht. Ein Teil der öffentlichen Meinung pro Kontrollpunkt verloren geht. Also je mehr wir Kontrolle haben in der Mongolei, wir haben volle Kontrolle, desto mehr Ruf verlieren wir da. Okay. Wir können 10 Einfluss nehmen, wir haben fast 100. Führt dazu, dass ein Teil der öffentlichen Meinung in der Mongolei pro Was? Das ist das Gleiche, oder? Ein Teil der öffentlichen Meinung pro Kontrollpunkt verloren geht. Ja. Das ist genau das Gleiche. Oder halt die Leute hin und verschleier die Tatsachen, bis die Sache im Sand verlaufen ist. Okay, wir zahlen 500 Geld, Credits, 50 Einfluss und 5 Operation. Die Demokratie von Mongolei verändert sich um 0,5 im Negativen. Oder Möglichkeit 2. Löst nochmal 2 Sachen aus, führt dazu, dass ein Teil der öffentlichen Meinung in der Mongolei verloren geht und
Teil der öffentlichen Meinung sich abwendet. Ja, nee. Und es kostet viel zu viel. Also ist alles schlecht. Wir mildern das Ganze mal. So, Mongolei, bist hier unten. Ja, ich habe keine Ahnung, was es vorher war, aber es wird eh nicht gewesen sein. Das ist völlig in Ordnung. Boosten wir einmal und ist gut. Ich sehe immer noch keine Forschung, was diese doofe Sache da angeht. Müssen wir vielleicht... Was ist das da? Das ist das, oder? Interplanetare Raketen mit chemischem Antrieb? Nein. Oh Gott. Wie kann ich nach... Okay, wir machen das andersrum. Nur Technologien anzeigen. Dann gehen wir auf Weltraumbergbau. Es heißt Außenpostenbergbaukomplex. Okay, hierhin. Bergbau. Außenpostenbergbaukomplex. Hier. Das können wir jederzeit erforschen. Also ich habe gerade gecheckt, also das Ganze, was wir gerade gemacht haben, war nur dazu da, um zu checken, ob wir vielleicht irgendwas anderes vorher noch machen mussten. Aber nein. Das hier sind auch alles richtige Forschungen. Das hier sind Projekte, die wir quasi intern nur haben. Scheinbar bauen die Sachen... Oh doch, die bauen auch aufeinander auf. Aber das ist hier nicht der Fall. Also wir müssen echt nur warten, bis es irgendwann Pling macht. Das ist sehr frustrierend. Also wenn das random ist, macht das das Ganze recht schwer zu planen. Das heißt, es hängt jetzt von Glück ab, ob die anderen oben ankommen oder nicht. Was sagt unsere Ressourcen? Ihr hattet am meisten, ne? Oh, die haben nicht mehr viel. Das heißt, die haben irgendwo im Umlaufbahn was gebaut. Das ist super. Ja. Okay. Also wir sind immer noch an der Spitze. Dafür... Es hat jeder höchstens eine Basis. Wenn ich hier anfange, dass zwei Basen von irgendeiner Fraktion rumploppen, dann boosten wir vielleicht auch noch eine. Oder schnappen wir uns noch einen Platz für später. Bis dahin spare ich mir halt Mission in das Progress. Geld. Was haben wir da? Überschwemmung. Weiter. Person of interest surveilled. Wir schätzen, dass Ratsmitglieder einen Loyalitätswert von 13 schätzen. Schätzen. We'll be ready for new order soon. Warum konntest du das nur schätzen? Oh, ich kann nicht mal wiederholen klicken. Oh, warte, wir haben gar nicht uns gecheckt, wir haben den da gecheckt. Ja, Organisation, du hast ein paar... Family Ties. Nur zwei... Ne, vier Security. Das ist immer noch zu viel. Wir haben noch nicht so hohe Werte, dass wir wirklich viel mit den feindlichen Agenten machen können. Wahrscheinlich auch ein Grund, warum die bei uns nichts machen, weil sie es einfach nicht... Die Prozentchancen sind einfach zu gering. Public Opinion is moving in our direction. Wiederholen. Ploppt immer noch nicht auf. Oh, ich wollte hier eigentlich gucken. Ja, so viel dazu. Technische Projekte des Rats, Zielgruppenforschung. Wir können zwei gleichzeitig inzwischen machen, ne? Oh, nö. Nö. Weltraumforschung brauchten wir nicht. Wo ist jetzt Weltraumforschung? Weltraumforschung, da.
Ne, hat damit gar nichts zu tun. Okay, weiter. Vier Tage noch, dann können wir neu verteilen und gucken, ob wir mit irgendwas machen können. Jetzt ist da. Außenposten Bergbaukomplex. Forschung öffnen. Du bist gleich fertig. Es ist mir egal. Den Punkt raus. Du. Außenposten Bergbaukomplex. Auswählen. Drauf. Den kleinen Fritzel machen wir zu Ende. Dann schmeißen wir den Rest auch noch hier drauf. Weiter. Forschung muss da auch ploppen. Jetzt. Sozialwissenschaften. Kommandant, der Organisationsmarktplatz wurde erweitert. Ja, wir hätten gerne hier nichts Neues. Wir hätten das einfach leer. Und das ist jetzt 25. März fertig, also noch mehr als einen Monat. Ich denke aber, die anderen werden das jetzt auch erst freigeschalten haben. Und dann ist die Frage, ob sie ihre Punkte da rein boosten wollen so schnell. Und sie haben auch keinen Boost, um was zu boosten. Die haben noch nicht mal einen Kern auf dem Planet, auf dem Mond. Also ist okay. Ich denke, wir sind okay, was das angeht. Dann ein Tag noch für neue Sachen. Wir könnten jetzt schon shoppen gehen. Was haben wir hier? 2 Ermittlungen. Und 17 Forschung und 4 Ermittlungen. Kann unser Ermittler damit was anfangen? Nein, weil nicht genug Admin da ist. Ja. Ich sollte auch mehr auf die Symbole hier unten einfach nur achten. Und da ist nichts bei, was Admin macht. Wem können wir das da in die Schuhe schieben? Du, ne? Ja, kriegen wir wenigstens das eine. Ein Operationspunkt. Hätten wir schon früher machen sollen. Du bist Überzeugen und Verwaltung. Wir sollten eigentlich Überzeugen steigern. Auch wenn es verlockend ist. Sagt er und steigert wieder Verwaltung. Wir müssen das recht schnell füllen. Je früher, desto besser. Und dadurch können wir ja auch Überzeugung boosten, irgendwie. Noch wer? Du bald. Es bringt dir gar nichts, ne? Nee. Das bringt dir auf jeden Fall was. Also nicht dir direkt, aber uns allen. Und du hast am meisten Slots. Das kostet fast 1000. Wir haben allerdings auch 1400. Und danach wirst du voll. Wie viel Forschung machen wir gerade im Monat? Monatlich 533. 17 mehr sind gut, definitiv. Aber nicht so viel. Ne. Wir hören erstmal auf, was Organisation angeht. Und stattdessen fangen wir jetzt an, das Ausbeuten zu unterlassen. Das wäre eigentlich das Richtige, ne? Aber wir sollten es nicht abrupt tun. Wir sollten jetzt uns Länder raussuchen, die wir auch langfristig haben wollen. Die übernehmen und sobald wir sie übernommen haben, dann die ausgebluteten Länder abtreten. Dafür wäre es gut zu wissen, was nochmal alles in der Eurasischen Allianz drin war. Können wir das hier nicht angucken? Beziehung? Kasachstan haben wir. Kirgisistan. Kirgisistan haben die, aber das ist schon angeknackt. Ich glaube, wir klauen von denen jetzt Kirgisistan. Danach schütteln wir denen ein bisschen Hände und dann ist gut.
Was habt ihr hier gemacht? Ihr habt Militär geboostet. Warum zum Geier habt ihr hier das Militär geboostet? Ihr seid komisch. Oh, piep, piep. Was müssen wir noch machen? Was habe ich gerade verpennt? Wir können nicht weiterspielen, weil... Abgeschlossen? Ich bin verwirrt. Achso, weil wir auf den Mond gehen sollen? Nein, können wir auch noch nicht. Die Forschung ist noch nicht angeschmissen. Ich glaube, wir müssen da eins auswählen, auch wenn wir keine Punkte reinstecken, richtig? Richtig. Ja, okay. Ein wenig komisch, aber gut. Zack. Wir haben genug Ressourcen, um die Celine-Organisation für, was? Das ist das allererste Mal, dass sowas vorgeschlagen wurde, oder? Erhaltene Mission. Ermordung, Unruhe verstärken und Putsch. Nö. Nö. Dankeschön für den Vorschlag. Nett gemeint und so. Aber nö. Wir würden jetzt viel lieber... Wo ist der Agentin? Da ist er noch. Was können wir mit dir machen? Wir könnten dich gefangen nehmen oder wir könnten 6% Chance, ihn zu töten. Dann wären wir definitiv im Krieg. Was ist mit... Hier, die sind noch geknackt. Wenn wir dich flippen wollen würden... 98%. Das ist gut. Das ist echt gut. Okay, wir schnappen uns jetzt Kirgistan. Wir sollten irgendjemand anders zum Händeschütteln schicken. Standing by for orders. Du schüttel mal Hände mit. Oh, wir sehen keinen von denen gerade. Yeah. Vielleicht sollten wir unsere Agenten nach und nach auch öfters mal verstecken, weil bisher haben wir das noch gar nicht gemacht. Na gut, also wir können nicht mit den Händen schütteln. Wir haben aber schon zweimal mit den Händen geschüttelt und wir stehen allgemein gut. Ich denke, wenn wir ein Gebiet wegnehmen, ist es okay. Nicht gut, aber okay. Dann gehen wir als nächstes mal auf unsere Nation. Unruhe. Tadschikistan kommt weg. Nordkorea ist ganz schön grumpig. Ja, Nordkorea... Uruguay, Kasachstan. Geh ruhig Nordkorea. Warum ist Nordkorea überhaupt jetzt unruhig? Die waren komplett auf Null, als wir es übernommen hatten. Also es muss irgendwas sein, was wir machen oder was irgendwelche feindlichen Agenten hier machen. Es entwickelt sich sonst... Oh. Extreme Ungleichheit. Warum? Die Ungleichheit wächst als Produkt normaler wirtschaftlicher Aktivität geringfügig und aufgrund eines hohen Maßes an Korruption. Beutepriorität. Wir haben keine Beutepriorität drin. Dann gehen wir mehr auf Wohlfahrt. Was machst du noch alles? Es senkt unsere Investitionspunkte, was schlecht ist. Abschluss der Wohlfahrt wird Ungleichheit um 0,005 reduziert. Das ist viel zu wenig. Ja, mach. Wir hoffen, dass es reicht. So. Missionskontrolle braucht noch recht viel, bis wir den nächsten Punkt bekommen. Muss aber laufen. Und Boost macht auch gleich einen Tick. Ja, das läuft so weiter. Können wir alles soweit zuweisen? Ich denke schon, ne? Ja.
So, du kannst raus. Alles hier rein. 17. März. Ein Monat noch. Du machst Rat, du senkst das. Mission in progress. Du übernimmst. Du steigerst die Meinung. Laying the groundwork. Du stabilisierst da. I couldn't get through to them. Ja, ist okay. Weiter. Offering counsel. Also wir haben jetzt noch noch zwei Phasen, wo wir die Mission neu verteilen und dann können wir die Mondbasis in bauen. Us, embers glow. Through meditation, prayer and togetherness, these dim sparks will blossom into the roaring flames they were meant to be. Fortschrittliche chemische Raketentechnik. Ja, sehr gut. Das Problem dabei ist halt, dass sie nicht zu 100% freigeschalten werden. Die interplanetarische Rakete mit chemischem Antrieb? Das ja. Was ich aber auch ganz gerne hätte, ist halt die Sonde. Das kann failen. Und superschwere Raketen. Das kann auch failen. Wiederverwendbare Raketen, das glaube ich senkt die Boostkosten, was auch gut wäre. Ja, da müssen wir jetzt hoffen, dass die richtigen Sachen kommen. Und du hast Industrialisierung des Weltraums als nächstes gewählt. Konstruktionsmodul, Nanofabrik, Werft. Ja, das sind alles sehr gute Sachen. Dankeschön, Initiative. Order is returning. Du kannst aufhören, Israel zu stabilisieren. Wir haben ganz viele andere Länder, die wesentlich schlimmer sind. Things are stabilizing. Wie Nordkorea. Wiederholen, ja. Warum hat Südkorea... Warum ist die amerikanische Armee... Also die ist immer schon da, ne? Die sind immer stationiert. Ja. Wir haben nur unsere aufgelöst. Es hat immer noch keiner Nordamerika, richtig? Richtig. Es wäre sehr überraschend... Oh, hier ist einer. Sehr überraschend, wenn plötzlich sich jemand Nordamerika schnappen würde. Haben die überhaupt die Punkte dafür über? Die... Oh, du hast viel. Nö, sind alle ziemlich am Cap. Also es kann keiner von denen das holen. Das ist sehr gut zu wissen. Also außer sie treten halt ganz viele Sachen ab. To have been chosen for this once in a lifetime experience. The things they can do up here are simply incredible. Their studies on the long-term effects of microgravity are fascinating, while the strides being made in combustion could revolutionize energy production back on Earth. Chancellor Li Qingzhao comments while visiting the International Space Station. Nope. Antriebskonzepte in den Tiefraum kann uns geben mobiles Labor für Weltraumwissenschaften. Meh. Und wir können Weltraumlandwirtschaft nehmen. Das ist Hydroponics, denke ich. Und Weltraummedizin. Was habt ihr genommen? Ihr habt Antriebskonzepte für den Welttiefraum genommen. Also es scheinen sich alle einigermaßen einig zu sein, dass wir weiter Richtung Mars müssen. Das ist schön. Und wir arbeiten ja auch theoretisch zusammen. Also die, die hier gerade Einfluss nehmen konnten. Ja, und die vermurksen hier was mit Beziehungskram. Aber ist auch okay. Schaden tut's nicht, auch wenn 5000 Punkte wieder viel kaufen. 15.000! Yeah! Hätte ich jetzt vielleicht doch nicht gewählt, weil es zu lange braucht und wir hätten vielleicht eher mehr Kleinkram machen müssen. Aber okay, der Wille zählt. Das können wir stehen lassen. Wir haben 1700 Tacken. Ich glaube, ich trete jetzt die Länder ab. Oder zumindest ein Land, sonst haben wir gleich Probleme mit den Kontrollpunkten. Das heißt... da, ne? Tadschikistan? Das haben wir eine ganze Zeit lang ausbluten lassen. Ist rebellisch, bringt uns so gut wie gar nichts. Nation aufgeben.
So, möchtest du den Kontrollpunkt in dieser Nation wirklich für die nächsten 6 Monate aufgeben? Unsere dortigen Anhänger werden loyal bleiben, wir lassen ihnen jedoch keinerlei Unterstützung mehr zukommen. Während dieser Zeit zeigen unsere Kontrollpunkte dieselben Effekte wie nach einer Befreiungsmission. Sie verschaffen uns keinerlei Vorteile, sind leichter zu säubern und Armeen, die nach diesem Kontrollpunkt stationiert sind, haben im Kampf einen Nachteil. Ihr Unterhalt verbraucht allerdings in diesem Zeitraum keinerlei Einfluss. Wir sind jetzt bei 2,4. Hat uns gar nichts gebracht. Ja. Ich dachte, wir könnten das Ding gleich einfach komplett abtreten. Dann müssten wir stattdessen selber für einen Putsch da sorgen. Richtig? Wrapping up here. Ich glaube, wir müssen unsere eigenen Gebiete putschen. Dann verlieren wir nämlich den Kontrollpunkt. Jetzt wird's interessant mit Intrigen und so. 6 Tage noch, 5 Tage noch, dann können wir es probieren. Eieiei, das wird kompliziert. We are in control now. So, wir haben. Wo war das? Wir haben Unterstützung von der Initiative eliminiert und einen Kontrollpunkt für Resistance in Kirgistan übernommen. Cleaning things up. So, wie übel nehmen uns die das hier? Im Konflikt nicht Angriffspakt. Das ist nicht gut, das müssen wir ändern. Ja, wir müssen die suchen und Hände schütteln. Das ist schade. Wir müssen wieder auf Toleranz kommen. Es war nur für eine gute Sache, langfristig und so. Balanced. Wir haben auch nicht überall Balanced eingestellt, ne? Mach mal Aserbaidschan noch richtig. Russland ist Benutzer definiert, ja. Kirgistan haben wir gerade umgestellt. Lassen schon 3 Gebiete jetzt ausbluten. Oh, warte, wir verbrauchen die Kontrollpunkte. Das war's. Okay. Das hatte nicht wirklich direkt mit dem Einfluss zu tun, sondern dass wir den Kontrollpunkt nicht mehr bezahlen müssen. August 31. Okay. Wir müssen unbedingt den Ruf hier boosten. So. Punkte verteilen. Du hättest was zur Auswahl. Government könnten wir dir geben. Würde 100 Einfluss kosten. Nee, das kann warten. Wir machen einfach mehr Wissenschaft. Richtig? Chief Physicist. Dadurch wird das andere rausgenommen. Sie kriegen dann 10 mehr. Oh, es kostet 80 Erfahrungspunkte. 10 mehr Forschung und 2 Einfluss dazu. 35% auf Energie wird Forschung. Nee, ich hätte gerne eigentlich ein bisschen Sicherheit auch, damit wir nicht geflippt werden. Eigentlich echt mehr Sicherheit. Ah, es tut weh. Aber ich muss das machen. Ja. So. Voran, voran, voran. Polarwolf. Hier ist Rebellisch. Das Rebellische sollten wir stabilisieren. We'll make things safe. Dann. Du sorgst dafür, dass die Leute uns hier auch gleich mehr mögen.
I will try to sway the public. Ingen müsste versuchen, das jetzt zu rutschen. Standing by. Standing by. Das wäre eigentlich auch ein Polarwolf-Job, ne? Rutsch. 0%. Eieiei. Okay. Dann lassen wir es so, wie es ist. Und das Land geht hoffentlich von alleine vor die Hunde. Das klingt auch gemein, aber ja. Nee, dann bleibst du dabei, das zu sichern. Ready for orders. Was kannst du Schönes machen? Könnten wir jetzt... Warte. Hier was Neues machen. Also wir hatten ja schon einen Teil von der Ukraine abgegeben und einen Teil von Kasachstan abgegeben. Und es gab dann eine Meldung, dass wir bis zum so und so vielten keine Aktion machen können, aber danach könnten wir irgendwie mehr fusionieren oder so. Ich glaube, ich probiere das Ganze jetzt noch. Wir hatten mit Kasachstan angefangen, ne? Hier. Festlegen. Da klicken. Jetzt sollte das okay sein. Ein Zyklus noch und dann können wir das Ding bauen.